Welcome to the Freak Show. Heute mit Klassenanpassungen und Spelländerungen auf dem PTR. Es gab die letzten Tage ein paar Anpassungen, wie ich finde auch ein paar interessante Anpassungen, die uns für Phase 5 anstehen. Und die wollen wir uns heute anschauen. Schöner Montag, so eine harte Lektüre. Wisst ihr was? Ihr müsst euch einfach ein Elixier des Mungos reinhauen, dann seid ihr völlig gaga und dann könnt ihr arbeiten ohne Scheiß. Es hilft. Wart mal. Elixier des Mungos, wer hat die erfunden eigentlich? Es gab doch diese Tiere, diese Mungos, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Naja, schauen wir uns mal die Klassenanpassungen an. Bevor wir zu den Klassenanpassungen kommen, es gab hier eine PvP-Schadensreduzierung wieder. Und zwar wurde die Schadensreduzierung für physische Attacken von 20 auf 30% erhöht und Magieschaden von 20 auf 40%. Also schon eine deutliche Erhöhung. Ja, das wird dem gerecht, dass einfach in SOD die Charaktere deutlich mehr Schaden machen. Vor allem im PvP-Bereich. Man kennt es. Man ist in 4-5 Sekunden down, wenn man im Stun ist, man kommt nicht mehr raus, wenn man kein Trinket frei hat. Von dem her, denke ich, geht es in Ordnung. Ansonsten, die erste Klasse, die eine Anpassung bekommt, ist der Druide. Es gab einmal hier die Patch Notes, die werden wir uns auch anschauen und hier die Spelländerungen. Also, was gab es beim Druiden? Los geht's mit einem kleinen Nerf für Ferals. Schreddern, verlängert, zerfetzen jetzt nur noch um eine Sekunde. Zuvor waren es 2 Sekunden. Und die natursteigernden Effekte von Dream State und Sturmschlag sind nicht mehr stapelbar. Beide Spells erhöhen ja die Naturschaden auf dem Ziel um 20%. Sturmschlag ist ja von den Schamanen und das stackt jetzt nicht mehr zusammen. Der Rest vom Druiden sind hier alles eigentlich nur Bugfixes, die wir sehen und Anpassungen des T2-Sets. Vielleicht nur kurz zur Info bezüglich T2-Sets oder generelle Set-Bonis. In Season of Discovery ist es ja so, dass die Set-Bonis verbessert wurden im Vergleich zu WoW Classic, aber nicht nur die Set-Bonis, sondern auch die kompletten T1 und T2 Sets wurden überarbeitet für die Season und deutlich besser gemacht und wir haben vor kurzem die T2-Set-Bonis ja gesehen, die Verbesserungen und jetzt sind weitere Verbesserungen und Veränderungen für Klassen gekommen, aber ich werde jetzt nicht auf die T2-Set-Bonis eingehen, die könnt ihr euch hier alle auch anschauen, ich werde den Link in die Videobeschreibung packen, da könnt ihr euch für eure Klasse die Änderungen der T2-Set-Bonis anschauen. Die nächste Klasse ist der Jäger, die wurde ja schon auf dem PTR angepasst, hier jetzt aktuell in diesen Patch Notes ist nicht viel zu sehen. Hier ist eine kleine Anpassung und zwar die Feuer- und Frost-Spezialisierungsringe. Erhöhen jetzt auch ihre Chance, dass eure Frost und Fallen zuschlagen um jeweils 6%. Ansonsten, was ich empfehle für jeden Hunter, schaut euch mal die T2-Set-Boni-Änderungen an. Hier sind schon echt starke dabei, vor allem für Melee-Hunter. Hier geht es hoch von 5 auf 20% für ja, Raptor Strike und sowas. Also sehr, sehr nice. Wie gesagt, schaut es euch an. Ich werde jetzt nicht auf ihn hier eingehen. Ansonsten, wie gesagt, die einzigste wirkliche Änderung aktuell für diese Patch Notes ist halt diese Ringespezialisierungen. Springen wir gleich zum Paladin. Der Heilig Paladin bekommt weitere Nerfs und zwar die Rune Licht und Fusion wird genervt. Es reduziert jetzt den Cooldown um 3 Sekunden, also resettet ihn nicht komplett, sondern um 3 Sekunden. Ansonsten gab es ja auch ein paar Änderungen zum Seal Twisting. Wenn während des kurzen Zeitfensters zum Wechseln der Siegel ein Judge, also Urteil erfolgt, während 2 Siegel aktiv sind, wird jetzt immer das Siegel mit der kürzeren Dauer ausgelöst, statt zufällig eines der beiden Siegel zu verbrauchen. Und genau, ansonsten hier das hier, also das Buchband des Zorns wird genervt. Es deckt jetzt nicht mehr durch Heilung, sondern nur noch durch heiliger Schock und der Schaden pro Stack wurde von 30 auf 20% reduziert. Ansonsten gab es nur noch viele Itemänderungen bei dem Paladin. Das ist hier vielleicht auch erwähnenswert. Die Crit-Chance von Holy Shock wurde bei dem 2er-Set-Bonus vom Tier-2-Set von 20 auf 5% reduziert, also auch ein Nerf. Also es wird hier weiter leider am Paladin rumgeschraubt. Mal schauen, wo das Ganze nur enden wird. Beim Priester gab es ja einige Itemänderungen, wie das Auge hier von Suldazar. Das Schild wird reduziert von 50 auf 25. Gleiches gilt für das 5er-Set-Bonus, also Sul-Gurup-Set-Bonus, Reduzierung von 20 auf 10%. Das ist hier wohl die wichtigste Änderung. Vampir-Umarmung. Dieses Talent gibt es nur noch 5% Heal, also vom Shadow-Damage. Davor waren es 10%. Aber ich glaube, es war mal bei 20%, wenn mich nicht alles täuscht, oder ist aktuell bei 20%. Ja, auf jeden Fall hier Nerf. Ansonsten gab es T2-Set-Bonus-Anpassungen. Wie gesagt, schaut ihr euch an. Beim Schurken gab es hier auch T2-Anpassungen, also Set-Bonis, was auch verbessert wird hier von 10 auf 20%, mehr Damage. Und ansonsten gab es hier eigentlich nur Bugfixes. Das ist hier noch erwähnenswert, kam auch vor ein paar Tagen. Das betrifft die Rune Hinterhältiger Mord. Da wird der Schaden von Backstep von 60 auf 50% reduziert. Ansonsten, wie gesagt, keine großen Änderungen beim Schurken. Der
Tank Schurke wurde um 20% genervt auf dem PTR. Das sei vielleicht noch erwähnenswert. Ansonsten macht es jetzt hier wirklich, schlägt es jetzt nicht ins Gewicht, weil die meisten jetzt aktuell mit Säbelschlitzer spielen und mit tödliche Mischung, von dem ja, ja, ist es verkraftbar. Springen wir zum Schamanen, und zwar die Rune Brennen. Wird abgeändert und hier der Wortlaut Your Main Hand betrifft es jetzt. Also Flammenschock und Increase Spell Damage war es ja davor. Und jetzt ist es gleich eurer Intelligenz. Ansonsten Elementarfokus kann jetzt auch durch Overload Hits, also dass ja die Rune auch geprockt werden. Und Totem, das ist das Totem der gequälten Ahnen. Das ist ein Relikt, also ein Item. Das hat ja eure Angriffskraft, Spellpower und Healing um 15 erhöht. Das wurde reduziert auf 10. Ansonsten hier ganz viele Tier 2 Z-Boni-Änderungen, könnt ihr euch alle anschauen. Und ja, das war es eigentlich jetzt, die großen Änderungen beim Schamanen. Beim lieben Hexmeister gibt es zwei Buffs. Die Rune Verbrennen und Dämonischer Pakt werden gebufft. Verbrennen von 25% auf 40%, also ein deutlicher Buff. Und der Dämonische Pakt, eure Feuerzauber machen 10% mehr Schaden. Davor war es irgendwie wert 10% von deiner Spellpower, irgendwie sowas, genau, also auch eine Verbesserung. Ansonsten keine großen Veränderungen, hier nur Bugfixes und Änderungen der Set-Bonis. Der Krieger bekommt Anpassungen für das T2-Set, ansonsten jetzt keine Klassen- und Spelländerungen beim Krieger. Aber dafür hier die zwei Sachen, also zwei Items vom T2-Set, werden schon ja deutlich besser von den Stats. Und zwar hier, Stärke bleibt gleich, aber Agility, also Beweglichkeit kommt dazu. Und anstatt Crit gibt es halt hier Hit bei den zwei, hier bei den Schultern auch, also mit Beweglichkeit jetzt und Hit anstatt Crit. Und hier gab es T2-Set-Boni-Änderungen und T1-Set-Boni-Änderungen. Ansonsten war es das für den Krieger und das war es für alle Klassen. Das sind die aktuellen Änderungen auf dem PTR. Vielleicht kommt noch was nach. Wir haben jetzt noch genau 10 Tage, bis Phase 5 kommt. Wahrscheinlich werden die noch ein paar Anpassungen treffen. Ich hoffe, dass wir bald ein Video sehen, was uns wirklich alles in Phase 5 erwartet. Wir haben noch kein Video gesehen. Blizzard hat es ja ursprünglich immer so gemacht, dass sie vor jeder Phase so ein kurzes Video gemacht haben mit den ganzen neuen Änderungen. Und ja, wenn es kommt, werde ich euch natürlich schnellstmöglich informieren. Vielen Dank für euren Support und vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Woche. Bis dann.